Sie hat mich verlassen. Es ist vorbei. Unsere Ehe ist vorbei. Bist du überrascht? Ja, nein. Es läuft schon seit einiger Zeit nicht mehr so richtig gut zwischen uns. Ich habe immer geahnt, dass sie eine Affäre hatte. Aber davon hast du nie erzählt. Du weißt ja, ich rede nicht gern über mein Privatleben. Zuerst dachte ich, es wäre Bruno. Dann glaubte ich Ernst. Ja, kurz dachte ich sogar, sie steht auf dich. Auf mich? Klar. Du siehst gut aus, warst oft mit uns zusammen. Ihr beide kommt gut klar. Natürlich wusste ich, dass du mir das niemals antun würdest. Aber eine Zeit lang war ich sicher, dass sie dich wollte. Sie hat sogar deinen Namen im Schlaf gerufen. Ist doch absurd! Du bist ja ganz bleich. Bleich? Ich? Nein. Alles in Ordnung? Also, wo wir so offen sprechen, ich muss dir was sagen. Also schau mal, im Leben gibt es manchmal Situationen, wir entwickeln Gefühle. Die Gefühle können wir nicht verantworten. Sie sind irrational. Ja schon, aber die eigene Frau sagen zu hören, dass sie einen anderen liebt? Das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, ihre Zukunft steht fest. Also, ich will ganz offen sein. Du musst versuchen zu verstehen... Ich werde einfach durch einen anderen ersetzt. Ja klar, aber das muss doch nicht gleich ein Albtraum sein, wenn wir alle vernünftig... Ersetzt durch einen Bologneser Austauschstudenten. Wie bitte? Ja, einen Bologneser Austauschstudenten. So ein kleiner Möchtegern-Autor. Giovanni, irgendwas. Body.